Lecker Keto. So, guten Morgen zusammen. Lecker Keto. Morgen. Brauchst du Drogen? Nimm mal mit. Wer weiß. Nee, wenn dann jetzt. Ich brauche eine. Ach, guck mal, der nimmt schon wieder Drogen hier. Der ist sich immer am Dopen hier, der Ralle. Die beide kaputt, konnten beide nicht mehr Bike in ihrem Finale. Hab ich gesagt, komm hier, nimm mal ein Keto. Ja, aber wirklich so, ey, da kriegst du richtig Glücksgefühle von, ey. Ja, die zweite Tour nach Finale tatsächlich. Leider heute ohne Marcel, der ist nämlich schon wieder im Urlaub. Wo ist er? In der Toskana, genau. Schon wieder. Nächsten Monat ist er wieder im Urlaub und darauf den Monat ist er wieder im Urlaub. Also ich würde mal sagen, läuft. Ja, mit dabei heute der Brummi. Servus. Darf ich das denn überhaupt zeigen? Ja, du kannst mich ruhig zeigen. Ja. Wir sind inkognito. Und Lameboy Ralle. Yes. So, wir sind heute auf den Homefields von Ralle unterwegs und ja, wir werden mal eine chillige, gemäßigte Runde fahren und gucken mal, was so passiert. Brummi war noch nicht hier. Wie chillig, gemäßig? Bist du bekloppt? Ja, ich fahr hinten. Alles gut, ganz entspannt, ey. Weil wenn ich hinter dir fahre, dann kann ich mich immer ausruhen. Was ist jetzt? Weißt hier lecker Keto? Oh, nee. Hinter mir fährst du ja sehr aus. Ja, genau. Weißt Ralle du ist unser technisch-pharmazeutischer Assistent. Ja, ja. Flo-Ralle. Das mag er immer so gerne. Truckman. So. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich auf den Trails. Bis gleich. Ralle fliegt nach Whistler, um die A-Line zu fahren und dann zu machen. Ja. Aber nicht. Du kannst aber gut machen. Ja, das machst du einmal, bis du dann einschlägst. Das kannst du auch so machen. Das kannst du mit Sicherheit auch in Whistler. Erste Antwort. Ich wollte euch nur mal kurz informieren, dass wir hier schon wieder 20 Minuten später losfahren als geplant. Ja, ja. Kirmes. Ralf hat bei sich eine Kirmesveranstaltung. Ja, das wusste er gestern noch nicht, weißt du? Nein, die wurde über Nacht schon aufgebaut. Genau. Ja, ist klar, aber ich wusste ja nicht, dass die heute Morgen schon um 9 Uhr da losklappen. Die machen ja bis morgen um 4 Uhr Party und um 6 Uhr kommt einer durch das Dorf und trommelt alle wach. Zieh mal dein Gurt fest. Was ist mit den Trails eigentlich hier, da hinten die? Ja, da kommen wir dazu. Wollen wir die nicht erstmal machen zum Warmfahren? Nee. Oh, ich brauche erstmal Trailpools. Ja, den kriegen wir gleich. Was für ein Gurt zu? Dein Helm. Ach so, ja, erstmal hochfahren. Dann vergisst er gleich. Aber der Helm ist geil, Ralle, im Schwarz. Naja, ist er auch. Wir haben ja hier Temperaturen um den Gefrierpunkt heute. Ja, guter Zeitpunkt, um mal über Finale zu sprechen, Ralle. Was? Wir haben ja noch gar kein Feedback von dir. Wie war es denn so ein Finale? Erzähl mal. Ja, ich habe noch nichts aufgenommen. Also, Finale muss ich sagen, also ich werde da nie wieder hinfahren. Das ist so, keine Ahnung, das ist so eine Fahrradtour für jetzt. Richtig. Dann ist da nur ein scheiß Wetter. Es ist halt kalt. Das ist ja auch nichts Anständiges. Ja, genau andersrum. Also Finale ist, glaube ich jetzt, würde ich mal sagen, ein Duo-mäßig. Schon die absolute Krönung. Also was besser als ein Duo, vor allem länger. Ne? Wir beklopfen jedes Mal bis unten durch. Wir machen ja durch die Stege durch, die alte Lampe. Wir sind immer durchgeballert oder so. Haben die anderen Gummiarme, Gummibeine. Aber mega. Gummiralle, richtig geil. Geht das los? Sommer? Ich kenne das ja alles nicht mehr. Also, ja, ich auch nicht. Zweimal hier gewesen. Ja. Oh, warte mal. Alter, habe ich ja gar nicht gesehen, ey. Von der Terrasse eben? Ja, abgerissen. Ne. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Habe ich nicht gesehen, das Ding, ey. Weißt du, was das war? Guck mal, der Pin, der da raus. Der Pin, der da raussteht.
Meine ganze Abdeckung ist abgerissen. Ach nee. Ja. Weißt du was, da kriegst du zu Hause dieses Band drauf, Mitch. Damit das auf jeden Fall zu ist. Ja, muss ich sofort neu bestellen, weil das ist ja auch hier, guck mal hier, meinst du, wenn ich da mal aufsetze? Oh Mann. Ich hab ihn nie gesehen, das Ding. Das war dieser Pin, der da rausstand. Ich hab den noch gesehen, dachte mir, eieiei. Oben drauf ist das Ding. Ja, da ist so ein Pin noch, der stand dann, aber ist auch kacke mit dem Fahren. Ja, siehst du, das ist immer gefährlich, diese scheiß Fahnenkacke da. Ja, muss ich aufpassen jetzt. Ja, guck mal, dass er heute besser nicht mehr aufsetzt. Ja, müssen wir mal gucken ein bisschen. Was ist denn jetzt hier? Ich springe auch ganz anders am Mittag, ne? Schön so angelehnt. Mit dem Meter so angelehnt, so stand ich hier. Weiter, weg unten, dann scharf links. Okay. Das ist der Bauer hier. Ja. Oh, fuck. War ich das jetzt? Nee, sorry. Du hast nichts gemacht. Scheiße. Die Leinen waren mir ein bisschen kritischer, Alter, ganz ehrlich. Also da ist mir das lieber gewesen. Das ist aber auch schon heftig. Ah, schade, schade. Mein Lieblingsteil kaputt. Der Unterschied halt ist im Finale, Lars, du bist morgens um 8:30 sitzen wir auf dem Rad, gemütlich hoch. Dann fahren wir so bis 15 Uhr. Ja. Dann machen wir eine Stunde Pause und dann geht das nochmal richtig los. Dann machst du nochmal eine fette Sonntagstour um 17 Uhr. Dann kannst du nochmal hochschatteln lassen. Dann, ne? Junge, da kommst du auf so viele Kilometer. Guck mal, mein Rad ist 2 Monate alt. Ich habe 1550. Du hast mehr als ich. Ich habe 1200. Wir haben aber die Planung auch nicht immer richtig geschafft. Wir haben gesagt, heute nochmal auf, dann nochmal. Dann haben wir nochmal zweimal geschafft. Ja. Der Ralle war super befriedigt. Ach, der hat schon keinen Bock mehr gehabt. Auch regnet, komm, ach komm. Fahren wir nach Hause. Das wird er hier nicht machen. So, los, komm. Okay. Brille beschlägt. Oh, oh. Ja. Oh, schön. Kann ich da drüber? Wo denn für neue Leinen? Da wo geht's denn da rein? Achso, wir müssen jetzt hier vorbei. Okay. Oh. Ja, von unten sieht das aber schon anders aus, ne? Ja, ich dreh. So, von unten sieht aber heftiger aus. Ja, von unten sieht der bisschen aus. Kannst du so ein bisschen reinwurfen. Hör mal, Ralle, wolltest du nicht mal so langsam Reifen wechseln? Nee, noch nicht. Du bist wenn's nass wird. Der ist so irre, ey. Der ist so krank, dieser Typ, kommt ne? Von vorne nach hinten und dann kommt vorne neu. Ich habe ja 2 neue zu Hause liegen. Mach die noch von hinten nach vorne. Ich spare die noch. Also okay, für mich, aber guck mal, wenn ich die Kurve fahre hinten, hat der geile Zähne. Das ist nur gerade.
So what? Und gerade mache ich sowieso eine Kurve. Ja, komm. Ja, also. Rille beschlägt. Ja, komm, Rille. Was? Brille beschlägt. Ja, gib Gas. Du sagst doch immer, ich soll eine Brille aufsetzen. Gleich setzt sie wieder ab. Wo sind wir denn hier, ey? Hier war ich noch nie. Ja. Was ist das hier? Hä? Wo ist denn deine Line? Ich sehe da nur eine abgebrochene Kante. Hier ist eine Hardcore-Line. Die ist richtig gut. Alter, ne. Und daneben, die ist eigentlich nur gerade, die musst du nur laufen lassen. Zeig mal, roll mal vor, ich will mal sehen. Ne, ich fahr jetzt hier nicht runter. Ich fahr geradeaus, das ist zwar in Anführungszeichen. Ne, roll mal ein Stück rein, damit ich da mal reingucken kann. Dann geh lieber so runter, weil ich bleib hier oben, weil wir brauchen den Speed. Ist da oben die Kante schon überrutschen. Uiuiui. Aber das war zu Marcello, oder? Na, weil ich glaube, da wird Marcello auch nicht fahren, nicht unbedingt. Aber wir müssen ja auch nicht töten irgendwie. Das Ding ist hier gleich ist ähnlich. Steil, nicht ganz so steil, aber es ist ein kleiner Drop, dann einfach nur vorne kurz dran ziehen, da geht's. Okay? Ready. Und direkt über die Straße rüber. Über was? Straße rüber da oben. Ich sag da noch extra, ihr könnt mir trauen. Naja, was du so fährst, dann 30 Jahre hier, weißt du? Ja, ah, ich hab mir den Rücken verstaucht gerade. Das Ding hier gibt doch keine 30 Jahre. Okay. Hab ich nicht gesehen, dass der... Weiter? So dunkel hier, ne? Ein bisschen off-camber hier, ne? Alles gut, hier ist ein bisschen loose. Ich komm. Ich glaube ja. Alter, was ist der da am Rutschen? Ja. Ja. Richtig nice. Jetzt sitze ich immer hier, Lappen. Wir sind immer schneller als Sie. Wir sind immer schneller als Sie. Und, sehr nice oder was? Richtig nice. Bin oben leider hängen geblieben ein bisschen, aber... Also ja, das ist die Schlüsselstelle. Da musst du gucken, dass du da vorbeikommst. Aber... Das liegt ja daran, dass wir wahrscheinlich, wenn wir hintereinander fahren, alle so einen anderen Pace haben. Und wenn dann einer zu sehr abbremsen muss, dann kommt der aus seinem Flow raus. Ja. Gegen den Baum, das war aber auch heikel, trotzdem. Ja. Daneben fallen können, ja, ne? Den Hang runtergekommen. Also, das ist Finale. Schön. Ja. Also so hast du im Finale auch. Diese Steinplatten die ganze Zeit. Aber ich sag dir eins, im Finale ist ganz anderer Grip. Du hast unendlich Grip im Finale. Der war schön. Ich sag gleich wieder hier, wir müssen hier nochmal lang. Mhm. Oh, warte mal, ich muss aber auf die andere Seite. Kann man da nicht einfach durchfahren? Was denn jetzt? Ja, Alter, das, jetzt liegt sie garantiert ins Wasser. Was ist denn eine Scheißtechnik? Warte mal, ich muss mich nochmal sammeln. Lass mich mal erstmal. Geh nochmal rüber, das macht mir auch nicht in der Hand. Das hat damit super das Gewicht ausgleichen. Mach den Endgang, einen links, einen rechts.
erstmal warte, links, rechts. Ich muss auf die rechte Seite hier. Oh, oder mit, ja. Wenn du jetzt anfängst zu kippeln, dann machst du eine Bike, wupp, und nichts passiert. Geil wäre, dass man jetzt so 5 Meter tief wäre. Also ja, die Bike 27 Kilo wiegt, ne, vergisst du immer wieder. Und jetzt kommt der Apfel-Challenge hier. Wir oh, da müssen wir auch noch hin. Ja, wir sind wieder soweit. Der ist wieder soweit. Boah, du bist aber jetzt gut gerast. Ich bin hier hochgerast, aber ganz schön. Da kam ich nicht mehr mit. EMTB. Ich bin Tour gefahren. Ich bin gerade Tour gefahren. Nicht der EMTB. Ich hab noch, wir haben noch hier die Höhenluft in den Beinen. Die Höhenluft in den Beinen? Ja, also bei den Imported Lay ist das so, ne? Das ist so 2.000-3.000 Meter. Und wenn du dann nämlich ein bisschen kachelst, so, weil die Luft so dünn ist. Und wenn du dann eine Zeit lang da oben warst, hast du viel mehr Power, wenn du wieder unten im Tal bist. Dann ist dann dein Stoffwechsel ganz anders. Hält aber nicht lange. Merke ich nichts von. Ja, die Finale ist nicht so hoch, das sind ja nur 1.000 Meter. Deine Kamera läuft noch. Ja. Brauchst du wieder Content, wo ich wieder einen Akku wechsle? Technische Probleme. Ja, technische Probleme. Gar nichts dafür, für die Achter gibt es keine anderen Akkus, da kann ich nichts machen. Das haben wir schon. Okay. Und okay. Viel Spaß, ne? Ja, viel Spaß hier. Hey, du bist hier. Hä? Hey, ist Enduro One Stage hier. Hä, oder? Was geht denn da so? Warte, Oskar ist trocken. Boah, Lasi, Alter. Bist du wahnsinnig? Alter, was meinst du, wenn du dagegen geklatscht wärst? Schon nice. Oh. Ja, war ein bisschen kurz. Der ist schon eine 1. Boah, ey. Oh, der hat alles, der hat alles. Ja. Mega. Boah, der hat richtig. Der Max, kennst du den Max nicht? Du kennst den Max, ne? Wo der zweite Kicker ist. Mhm. Da ist der mit dem Kopf gegen den Baum, der danach kommt. Oh. Da lag er noch. Bist du mit dem Krankenwagen hier rausgeholt? Ach du Scheiße. Alter, der war nächstes Jahr. Der Max mit dem Krankenwagen? Ja, da waren sie hier schon nach 100 schafft. Wie dann jetzt hier bei am Lüder. Da war es nicht dabei. Nee, da war irgendwann mit Schulter, ne? Wer war das? Das war der Max. Auch Max? Auch Max. Was ist mit dem? hat er ein Abo da? Hat er ein Abo? Max, was ist mit dir? Scheiße. Ja. So. Ja. Mach mal auf. Der wird erst ein bisschen schnell und dann wird der enger. Mach richtig Bock. Geht's euch gut? Ja, wieder. So, ihr Hasen. Genau. Das ist richtig nice, das Ding. Der macht Spaß. Bereit? Jo. Attacke. Okay.
Hallo? Ich sag nichts mehr. Ja, los, komm, Brille beschlägt. Lass mal gar nicht drüber nachdenken, überleg mal, ey, Augenblick verloren. Ja, ready? Ja, weißt du nicht, was kommt hier? Muss mal ein bisschen Abstand. Ja, ehrlich. Ich muss ein bisschen Abstand halten hier. Ich hasse das hier. Null Schwede, Alter. Sieht doch wie so anders aus. Ja, voll. Fahr mal. Dann haben wir uns verfahren jetzt. Ja, wo soll denn da ein Abzweig gewesen sein? Ich hab das auch nicht gesehen. Aber irgendwie sieht das hier anders aus. Voll aufgesetzt wieder. Boah, das passt gerade. Das hat gerade die Kraft gegeben. Ich fahr da nicht runter. Ich war schon am Rutschen. Boah, mein Herz jetzt. Alter, ist eigentlich nichts, ne? Mit dem Bio bin ich schon gefahren. Der ist auch total easy, ja? Das ist nur der Punkt über die Kante. Boah. Alter, Marcel ist hier oben an der Wurzel hängen geblieben. Boah, ich darf mir gar nicht vorstellen. Der ist da runtergeklatscht, Alter. Guck mal, da sind nur spitze Dinger. Der ist da runtergeklatscht. Warte, ich guck mal von unten an. Ach, mach da nicht. Boah, Alter. Yeah, Mann. Weißt du, was Schlimme ist? Schon gemacht? Ja, das ist ja einfach nur, ich bin auch ein bisschen. Ja. Ich bin gerade eben. Du musst das fühlen. Wenn du das nicht fühlst, ja, irgendwann fährst du und dann machst du das. Wie ist es wie beim Jumpen? Oh, hier der Teufel. Also, das war jetzt Todes. Das war jetzt so ein ganz. Junge, das war so knapp. Ja. Und da habe ich noch angehalten. Ja, theoretisch könnte man sogar noch ein bisschen rein mit Gas und rum. Ja. Hier runter? Ja. Na komm. Alles safe, alles safe. Ist frei. Ja. Auch knapp. Der blöde Stein ist da über, ne? Oh. Ja, genau, da lagen wir alle schon. Jawohl. Hör mal, guck mal links hoch jetzt. Ja, da oben ist der links, der Basti, von oben. Ja, geradeaus. Hallo. Ja, von da. Der ist da runtergefahren. Aber das Ganze ist eigentlich viel einfacher. Ja, weil du musst nicht, einfacher ja, du musst da nicht um die Kurve. Das ist nur ein Loch dahinter. Das ist das Doofe. Ja, du siehst immer den dicken Stein und dann kriegt man Schiss. Das ist ja der einzige Moment. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat ein Salto hier rüber gemacht.
Der ist reingefahren, warte, so? Reingefahren, dann hat er Schwerpunkt verloren und dann ist der Kopf über. Ist hier runter. Da ist ja ein Loch, da ist ein Loch und da war Laub drin, das war im Herbst, da war kein Bewuchs mehr hier. Aber ich glaube, Loch ist, Pup und dann vorne rüber. Ich glaube, gerade ist einfacher, wirklich. Ja, aber du hast den Stein hier in meinem Auge und dann kriegst du immer so, oh nein, Wurzelstein. Aber das ist jetzt schon tückisch hier, dieses Nasse hier. Das ist schon. Ah ja, das ist schmierig, ja. Ne? Ja, wenn die jetzt nicht im Regen gewesen wären, die Wurzeln hätte ich die Schuhe wahrscheinlich gekriegt. Aber da war ich. Also man sieht immer den Stein. Ja, weil genau. Wir den kennen, dann komm eh rum. So, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, jeder, der das erste Mal da runterfährt, legt sich dahin, wo du gelegen hast. Immer. Ja, war jetzt nicht schlimm, aber. Aber war gut. Die Erfahrung war doch wert. Challenge für nächstes Mal. Ich werde auf jeden Fall nicht verpacken müssen. So. Ja. Wie geht's denn weiter? Wir wollen ja was lernen. Schön, ey. Aber auch geil, der Trail. Also, boah. Aber ist schon, die Dings ist schon krass, ne? Ja, auf der Einstieg, wo du mal vorgefahren bist, das Stück, am Anfang. Boah. Da brennst du nicht mehr. Man muss eigentlich immer so einen Punkt zwischen Schleifen und Blockieren. Ja. Eigentlich sollte man nicht blockieren. Nee. Wenn du blockierst, dann blockierst du auch die ganzen Federelemente. Ja. Gerade hinten in dem Zaun, den brauchst du aber. Das ganze Ding ist, das, was du hier siehst, das helle, weil du da so ein bisschen rüber musst. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch die ganzen Äste hingelegt, weil wenn du gerade durchfährst, dann legst du dich auf die Fresse. Du musst außen, du musst vor den Baum rein. Du musst vor den Baum rum. Ja. Das ist die einzige Stelle, das ist easy. Und oben ist der richtig nice. Die haben den so. Keine Ahnung, ich glaube, da haben die mit 10 Mann mit 20 Motorsägen den freigesägt. Das siehst du nachher. Ey. Das siehst du nachher, das sind Bäume. Und da hat er mir letztes Mal nie gesagt, wir sind da runtergefahren. Da hat er mir das nie gesagt. Ja, dann ging's, ne? Und dann kam unten an, der so, da bin ich gerade runtergefahren. Weil von seid ihr komplett gefahren? Ja. Ich sag, pass auf, wir fahren jetzt ja noch ein paar andere Trails. Wir fahren den jetzt noch nicht. Wir fahren den irgendwann. Ich sag dir nicht, welcher das ist. Dann wirst du es nachher selber sehen. Irgendwann kommt er einfach und dann bist du da. Das waren die Fotos, die ich jetzt mal geschickt habe. Der wird nicht rüberkommen. Kommt nicht ansatzweise rüber, ne? Das ist schon, ach, da sind wir wieder. Ja, wieder. Tschüss. Aber da ist eine Chicken-Line. Jetzt kommt die Steinplatte, Junge. Jetzt kommt die Steinplatte. Ja. Sieht man die auch jetzt? Ja. Dann siehst du die jetzt und sagst, boah, schau mal. Wenn du hochgehst, dann siehst du die wahrscheinlich genau das Teil, wie das Ding gerade. Ja. Ja. Junge, ein bisschen ist mein Leben mir noch was wert, ey. Ja, aber technisch ist das nichts. Das ist einfach nur runterrollen. Ja, Junge, du hast auch hier übelste Compression, ey. Ja, hier in dem Moment muss das genau in der Mitte aufkommen. Also wenn man oben ist, kann man das Leinen sehen, siehst du den kleinen Klumpen, der da liegt. Wenn man da ankommt, das Blöde ist, der Trail kommt einmal von hier an und dann müsstest du sofort runter. Du kannst nicht stehen bleiben, weil das so steil ist, dass du nicht mehr reingucken kannst. Und wenn du da oben stehst, siehst du einfach nur, wie der Hang aufhört. Ja, ist so. Guck mal, da habe ich dir letzte Mal die Bilder geschickt. Kommt nicht rüber, ne? Das ist gar nicht. Das sieht aus, als wenn das. Ich würde ihn nie runterfahren, im Leben nicht. Weil ich sag dir, kannst du mir noch so oft sagen, wie du willst, dass das smooth ist. Von hier aus sieht das eigentlich easy aus. Ja, von mir auch. Von oben sieht der fies aus. Junge, das sind 8 Meter, Alter. Freier Fall. Ja. Nichts freier Fall, du rollst. Ja. Guck mal, die Spuren da. Siehst du, genau die Spuren von dem Bike. Das ist eine glatte Platte. Das ist wie Beton. Das ist nichts. Die Technik ist hier nichts. Du musst einfach nur rollen lassen. Mehr nicht. Du brauchst nur die Eier ausklinken und rollen lassen. Ja, fahr mal hoch. Wir warten. Ich sag dir, ich bin hier auch noch nicht gefahren. Ich stehe da oben immer an der Kante und denk, oh nee. Vor allem nicht, wenn du alleine hier bist, ey. Ja. Wir halten mal da oben an, dann gucken wir uns das noch an. Junge, 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 Junge. Was sind das für Dinger hier? Gott sei Dank habe ich nur noch 3 Striche. Ich sag ja, wenn du als Mountainbiker glücklich sterben willst, dann musst du hier hinfahren. Ja, da hast du absolut recht. Mal gucken, jetzt kommt hier denn. Die Steinplatte ist relativ klein, der gerade war relativ klein. Also das war 89 Grad. Ja, da fehlt nur noch 1 Grad. Also, wie gesagt, der Raller, der hat ja die. Der hat ja so ein paar krasse Sachen weggelassen. Ne? Ja. Wo wir hier die Tour gemacht haben mit allem Mann. Mit Basti, mit Ole, mit Martin. Ne, Martin war gar nicht dabei. Aber Basti, Ole, ja, meinst du, was wir gekämpft haben hier? Ja. Alter, wir haben alle gelegen, alle. Der Marcelo ist an diese eine Steine, die wir noch unter. Ja, die Rampe da, ne? Aber leider nicht mehr von oben fahren, weil der Walter auch komplett geklappt. Gut. Dann ist da der Druck auch schon mal weg.
Manchmal bin ich auch froh, wenn sich manche Trails von alleine erledigt haben. Da alle, die mit nicht fahren, so mit, so, ah, ist gut. Aber ich glaube, ich kann es verstehen, wenn ich das jetzt so sehe hier, dann, ja. Also wie gesagt, ich fahre schon dann hinterher, aber wenn ich das Zugplatz bin, dann halte ich auch an. Also das ging gerade. Ah, das musst du richtig fühlen. Du musst richtig Flow haben. Ja. Du musst in einem durchfahren, nicht anhalten. Genau, nicht anhalten. Dann geht das auch. Und dann wenn er über Polen angehalten oder wo es darüber ging, ja. Wenn du den von oben fährst, hast du ja gar nicht so schlimm. Der liegt von oben. Ja. Ja. Also, so, hier ist jetzt kein Gerubbel, kein Stein, alles nur Flow. Ralles Flow-Kanal! Ja, jetzt geht das los. Ja, ja, und jetzt am Ende kommen wieder Flow. Steinplatten mit 89. Nein, hier ist nichts. Höchstlich. Definitiv no. Das ist nur ein dicker Stamm, wo man drüber springen kann, sieht dann aber ganz easy. Ja, easy jump. Und diese Skischanze, was ich gesagt habe. Da schön Gas haben, dann macht richtig Spaß. Da kommt nichts hinter, geht einfach nur gerade. Fährst du hinterm Ralle? Soll ich? Ja, mach. Okay. Achso, warte mal, ich mach mal ich die Angst. Kamera an. Du brauchst keine Angst haben. Ich sehe ihn an. Was ist bei dir? Ja, die läuft. Streckt uns immer seinen Arsch entgegen. Ich bin jetzt schon mal aufgefallen. Sag mal, ist mit dem. Nimm uns einen Kreis pass mal an. Fass mal an. Genau, der sagt nicht, ist an, fass an, sagt er immer. Genau, fass an. Okay. Warte. Ja, fahr. Ich muss erstmal aufs Rad kommen, Kollege. Erstmal einen Gang noch wechseln. Also, du musst noch einen direkt reintreten hier jetzt, ne? Ja, aber warte noch einen. Richtigen Gang direkt rein. 5 Meter und dann kannst du Gas geben. Roll einfach rein, dann positioniere ich mich. Oben ist ja ganz schön schnell, ne? Ja, das ist richtig schnell. Hammer. Aber wenn man das hier so fährt, nach Finale, alles so super kurz. Ne? Ja, man ist dann verwöhnt. Was ist das? Man ist verwöhnt. Ne? Man ist verwöhnt. Wobei ich sagen muss, jetzt habe ich hier auch immer genug Power in den Armen, das richtig alles zu machen. Bei Finale, wenn dann 3-4 Mal die Länge von dem hast, da war am Ende schon nicht so, komm, mach Schluss. Und dann wird es gefährlich. Dann ja, nee, dann ist auch ein bisschen. Also von mir aus geht man ein bisschen öfter mal anhalten. Aber das kann uns mal komplett immer durchüber. Ja, ich sehe das schon. Alle da? Ja. Mehr Dornbüsche als alles andere. Ja, genau. Au. Hast schon wieder einen Fuß gestoßen. Okay. Ich bin mit dem Pin am Fuß hängen geblieben. Aber nicht auf den Pin drauf, oder? Na, alles gut. Okay. Bin nur um zur Seite gefallen. Ah, wieder die Ninja-Rolle, ey. Da war sie wieder. Ja. Das ist Feldwege. Ist das Kanada, oder was? So abgeschickt, der Kopf gedenkt.
Das ist halt hier. Das ist die Stelle hier. Ja, ich verpasse hier mal. Verdammt. Ja, das kannst du aber auch, warte mal. Gibt es da eine andere Leine? Du musst hier hoch. Ja, das wäre vielleicht sogar, aber. Hier hoch? Du rutscht ja trotzdem so. Ist echt easy. Ja, Lars, Ralle, wir haben es ja schon gemacht. Vorsicht, da kommt ein Fahrradfahrer unten. Der bringt sie um den Kopf, Chicken Line. Der bringt sie um hier, Alter. Tschüss. Selbst die Schickelein ist scheiße. Ja, ey, total kacke. Ja, ist auch nichts. Aber du hast hier zweimal fast umgebracht. Da sagt der Verstand, mach das nicht nach. Das ist jedes Mal, verpasse ich den Einstieg. Du musst nur einmal um die Kurve rum, das zweite Runde, das war auch easy. Gut, ich habe jetzt ein bisschen am Baum hängen geblieben da unten, aber sonst war das nichts. Echt nicht. Oh. So. So. Outdoor-Biken. Und jetzt geht's wieder ins Indoor-Bike. So viel Wald, wie gar nicht gewohnt, ey. Hä? Wenn der Herrgott uns ein Dach über die Trails gebaut hat, ja. Wird er nie so Regen nicht super. Ja, so. Positionieren, Gang wechseln. So, jetzt kannst du. Ah. Der Trail wird gleich noch steil genug, ey. Da werden wir noch langsam genug fahren. Richtiger Lameboy, ey. Der Ralle. Er hält sie wieder alle auf hier. Hier ist noch gar nichts. Das ist, wenn man kein Profil auf dem Reifen hat. Aua! Ah! Ah, Scheiße! Dreckige Scheiße. Mann, Ralf, wenn du nicht so viel gebremst hättest. Ne? Ja, jetzt kommen wir ganz vergessen jetzt hier. Ah, Mann. Jetzt bin ich schuld, dass ihr die halben Lutscher da nicht runterkommt. Junge, du bist da runtergefahren wie so ein weiß ich nie was. Hier komm ich nicht auf dem Rad, ey. Komm ich auf dem Rad hier, Mitch. Lass mich mal. Einfach laufen lassen. Lauf mir so nur langsam an, egal wie schnell du vorher bist. Ja, ja. Auslaufzone haben wir. Ja, bis da kommen wir gar nicht. Hoppala. Der Baum ist gut, da kannst du dich anlehnen, Ralf. Das. Der Baum ist gut, da kannst du dich anlehnen. Das ist meine Angst. Ich bin nicht sehr lang gefahren, weil da bin ich schon dreimal geradeaus auf die Wurzel geflogen. Der Baum ist gut, ne? Hey, komm mal her. Ganz ehrlich, ein bisschen Schiss hattest du, ne? Ich auch. Hatte ich auch. Weil wir sind beide
nach rechts abgedriftet. Ja. Hast du gemerkt? Puls gehabt auf jeden Fall. Ja, ich auch. Das muss ich sofort fahren. Ich darf da nicht stehen. Warum bist du denn stehen geblieben? Ja, weil ich bremsen musste, weil du so langsam warst. Ja, weil da kommst du ja nicht und dann rum. Bist du nach rechts und nach links gerutscht und dachte ich, was ist denn jetzt? Du kommst ja nicht rum da unten. Du kannst ja nicht. Du kannst, weil das ist ja total off-camber. Wenn du da runterfährst, ja, du musst in ein Loch rein, langsam und dann in das nächste. Anders geht halt nicht. Aber jetzt dürfte einer von euch vorfahren. Komm. Ja, ich will aber nicht zur Steinplatte, da muss ich mich rechts halten, ne? Ja, immer rechts bleiben. Was wollt ihr? Wir kommen an der Steinplatte vorbei, aber das ist ja nicht. Komm, 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 komm. Rechts oder wo lang? Rechts hat er gesagt. Sorry. Auf Camber. Junge, ist das off-camber hier, ey. Wo ist die Steinplatte? Hier, ne? Da ist er. Theoretisch könntest du von hier aus starten. Hier. Guck mal, die Leute sind nur so ein Kauzig auf dem Baumstumpf da, die beiden Dinger. Ja. Wo ist denn der Einstieg hier? Also der, von hier aus startet man eigentlich nicht. Da ist doch der Trail, oder nicht? Ja, also starten musst du von da runter. Du könntest von hier aus theoretisch runter, nur wirst du jetzt halt hier wahnsinnig schnell. Ne? Wenn du hier so gerade durchfährst, ist technisch am einfachsten. Die fahren, das ist doch kein Ja, aber die fahren doch hier nicht. Nee, also ich würde es auch nicht machen, aber technisch wäre es am einfachsten. Du wirst halt sau schnell und dann springst du wahrscheinlich über die Kante. Deswegen musst du eigentlich hier unten anfangen. Du fährst da rein eigentlich. Ja, da. Hier ist halt blöd zum Starten. Ah, das ist immer, ey, guck mal, wie wir uns verhaspelt gerade oben da haben, weißt du? Du kommst einmal so, du driftest weg. Ja. Und dann kommst du nicht mehr zum Stehen, was Alter. Was passiert, wenn sich dein Linker nur so kurz gibt, dann Alter, dann geht ja, ne, ich muss das nicht haben. Nee, ich muss das auch nicht haben. Ich baller lieber meine Sachen, da bin ich schon glücklich. Also, da können sie andere umbringen. Wir sind unten, Ralf, wenn wir nicht. Ich auch nicht, ist mir mein Leben zu schade für. Wir machen schon genug Scheiße. Ja. Alter. Warte mal, da war ein Foto, bleib mal stehen. Jetzt kommt einer. Guck, der fällt da so schon fast auf, runter. Boah, ey, tickst du mal sauber? Das kommt nicht rüber. Es kommt aus diesem fucking Foto nicht rüber, Alter. Kriegst nicht drauf. Aber du fährst halt hier, guck mal, das wäre die Linie, so. Ja. Und dann genau da, wo das ist, rein. Kann doch nicht sein, dass er nicht rüberkommt mit. Nee. Die Tiefe fehlt. Kommt wirklich nicht rüber, ey. Die scheiß Tiefe fehlt. Ja komm, Ralle, jetzt macht das endlich. Ralle, ey, hör auf. Mitch, hör auf. Ich habe keinen Bock hier auf den Krankenwagen-Einsatz. Ehrlich nicht. Da habe ich keinen Nerv drauf. Ich wüsste gar nicht, wo die Leine ist, ja. Ich wüsste gar nicht, wo die Leine ist, ganz ehrlich. Weil du kommst hier unten auf, ja. Du kommst da runter. Und ohne Scheiß, der Lenker nur so, dann gehst du über den Lenker, Alter, voll. Weil du gräbst dich hier so ein, ne? Du gräbst dich hier so ein, dass du hier völlig wegfließt. Ich sehe auch hier keine aussagekräftige Spur. Ich freue mich, dass du vernünftig bist. Ich fahre da noch keinen Fall, Alter. Ich fahre nächste Woche nach Spanien, ne? Siehst du, aber ich habe ja gesagt, wenn du dich umbringen willst, dann kannst du dich hier umbringen. Ja, hier. Und das ist noch der harmlose Scheiß. Junge, das ist noch wirklich der harmlose Scheiß. Junge, die Sachen, die wir da letztes Mal gesehen haben, ich habe gedacht, ey, das ist unnormal.
bin zwar gut drauf heute, aber würde ich nicht machen. Ey. Nein. Heute nicht. Hallo. Hast jetzt auch noch mal ein paar schöne Trails. Willst du hier nicht mehr fahren, wegen der Platte oder was? Ach Quatsch. Was ist denn los? Ich will ein bisschen ballern. Hast du noch ein bisschen was, wo man ballern kann heute? Hast du noch? Ich habe noch zwei Striche. Also ja, ich auch. Noch, dann fahren wir die andere Seite nochmal hoch. Fahr noch einmal hoch, mit Sicherheit, noch einmal runter und dann müssen wir gucken. Komm, dann los, fahren wir die andere Seite. Weil die Steilen jetzt hier, das ist wahrscheinlich auch nur auf Camper. Ja, es geht. Können wir lieber was Schönes machen? Ist das schön? Ja, mit zwei Akkus. Dann ist das schön, weil dann ist mir das scheißegal. Okay, Hammer. Wenigstens habe ich ein Foto von dir gemacht. Von der Steinplatte? Ja. Na, hoffentlich ist der Trail irgendwann nicht mehr da. Ja, ich muss sagen, da fällt mal ein Baum ungünstig um, das wäre schön. Das wäre schön. Vielleicht noch ein North Shore darunter, wäre auch geil. Ist der Sommer weg? Ja, bei mir auch. Was ist denn da? Zeig mal, wie viel Liebe du für uns empfindest. Wieso? Wenn er mit den Schmierlappen unterwegs ist, dann ist Lasi in love, Alter. Aber so richtig in love. I love Mountainbiking. Hast du getauscht? Ja. Okay. Die geht's jetzt schneller, ne? Schmierlappen in love. Das Foto muss ich auf jeden Fall haben. Wir hatten heute noch keinen Felgenficker-Trail. Wir hatten noch keinen Bumsplatz. Oh, man darf sowas nicht sagen. Bumsplatz könntest du doch hier, theoretisch. Trailpools haben wir. Pools haben wir auf jeden Fall. Geht da hinten wieder nicht. Und Ralf ist heute unkaputtbar. Ja. Unstoppable. Kein Lappen mehr. Kein wirklicher Lappen heute. Nur auf dem Trail ist ein Lappen. Ja. Würde ich auch nicht unbedingt sagen. Wo ist das denn Eis? Ja komm, wir mussten schon ein paar Mal richtig in den Eisen gehen heute. Ja. Das stimmt. So, was ist hier mit der Kamera, du Kackding? So, technische Probleme hier beim Ralf heute. Immer. Blinkt die hinten? Jetzt drück die einfach mal an. Ich dachte, ich soll gucken, ob die hinten. Packen. Guck mal, der hätte uns schon wieder seinen Hintern hin. Geht? Das ist so unnormal, oder? Ralf, ich sag mal so. Akku, ja. Warte. Mach die wieder nicht. Ich hab gedrückt, aber es passiert hier nichts. Weder an der Seite noch oben drauf. Aber ist ja eh keiner hinter dir. Gerne. Boah, ich hab mir wieder den Arm aufgerissen. Ey, guck dir mal meinen Arm an, bitte. Hier aus dem Harz. Hier von den Duruman und jetzt hier an dem Baum oben an der Kante. Ich weiß es nicht. Die Leute haben schon gefragt, Herr Abromund, müssen wir dem Psychiater Bescheid sagen? Ist am Ritzen oder was? Ich sage jetzt. Ja, mein Schiff sagt, Lars, hast du Probleme? Ich sage, nein, habe ich nicht. Sieht doch mal so aus. Ich sage, ey, ist immer klopft. Ich sage, bin hingeflogen mit dem Fahrrad. Fährst du denn Fahrrad? Ja, das verstehen die ja nicht. Können sich das ja alle gar nicht vorstellen. Also wollte ich gerade sagen. Was wir machen, ne? Ach, du fährst Mountainbike, okay. Ja, aber wie ist die Frage? Das willst du gar nicht wissen. Das erzähle ich ihm auch nicht. Da hat er auch nichts von. Genau, das war's. Eigentlich ja. So, ihr Schmierlappen. Hinten läuft. Vorne läuft. Können wir jetzt nicht. Oh, Leute. Attacke. Hier ist nochmal richtig schön Gas jetzt. Ich habe noch keinen Trail heute. Doch. Fast keinen gesehen, der kein Gas hatte. Ja, nee, meine ich ja, Flow-Gas. Langsam rein, Ralle, damit wir alle einsteigen können. Jetzt darfst du. Jetzt darfst du Gas geben. Ja. Muss ja erstmal wissen, ne? Des Todes, Alter. Ja.
einer da im Stück? Nee, ne? Nee, ist tot. Da kommt gar nichts. Okay. Ist auch nice. Schön, ey, schön. Alter, was ist denn hier los? Ist nicht euer Ernst, oder? Du weißt doch gar nicht, wo lang ich gehe. Habt ihr, seid ihr gequetscht? Ich bin da runter, nicht mal hier runter. Ich bin da. Nein. Ich komme über die Kuppe, da liegen die beiden da. Ja, hier ist die Leine, da gedrückt. Ja, aber ich bin jetzt da drin. Ja, da ist er Angst vor den Wurzeln. Da fährt er das steile Ding runter, da hat er Angst vor den Wurzeln. Und dann fährt er aber weiter. Ich hab die Leine nicht gesehen. Ich dachte, das geht hier runter. Ich kann hier hat geknallt, du richtig? Bist, nee. Du bist hochgefahren, da wollte ich unter dir durch, dann rollst du wieder zurück. Ja, das war hier eine Wand, also ich bin hier hoch und dann konnte ich mich auch nicht mehr rollen. Komm, jetzt legst du über den Tropf da noch rüber. Das Steinchen auf der linken Seite, nehmen wir mal mit. Der ist noch kein Sprung, den kann man abholen. Ah, ja. Ach, das Ding. Aber das sieht schön aus. Ey, mein Gott, ihr macht mich fertig. Alle überlebt. Ja, wollte ich gerade sagen, das sage ich mir auch immer. Nein, ich bin raus. Ein Mann, nein. So, das war's von unserer Tour hier. Ralle ist ernsthaft noch am Überlegen, den zweiten Akku einzulegen. Also ich bin auf jeden Fall sehr befriedigt. Ich auch. Vor allen Dingen Heile, ganz wichtig. Lars ist auch befriedigt. Voll. Ja. Ja. Und du? Ich bin auch befriedigt, aber ich muss mal gerade gucken, ob der Regenradar, was der sagt. Ob das hier immer noch so weiter fisselt. Also der ist bestimmt überhaupt nicht drauf, der scheiß Fisselkacke. So, guck mal, hier ist nichts, keine Wolke, kein nix. Gibt's gar nicht. Das ist zu dünn für den Radar. Lass die Vernunft siegen, du bist alleine. Ganz genau. Und irgendwann, man muss auch irgendwann aufhören. Wenn es am schönsten ist, ne? Oder immer auf. Oder wie sagt man, ne? Weiß, aber ich bin jetzt eine Woche im Urlaub. Ja. Ich drei. Mit der Frau eine Woche im Urlaub. Ohne Bike! Ja. Was sagt Schrauber? No, sagt er. So, wir sind weg.